Hallihallo und herzlich willkommen zurück hier bei Ni no Kuni 2 mit mir, dem Scherbenklang. Da sind wir hier im wunderschönen Katzbuckel. Wir haben ja in den letzten Folgen dann hier endlich Aldavans Abkommen auch mit Katzbuckel, mit dem König Ratholian übernehmen können. Und ja, wir sind hier gerade in Katzbuckel unterwegs, um hier und da ein paar neue Talente anzuwerben, denn wir brauchen auf jeden Fall neues, fähiges Personal für unser Königreich. Da machen wir heute einfach mal weiter. Wir haben hier überall, wie ihr sehen könnt, neue kleinere Missionchen, da überall, wo so ein kleines Ausrufezeichen ist, da können wir mit Leuten interagieren. Einige davon werden sich uns anschließen, durch einige Sachen werden wir einfach nur kleine Belohnungen erhalten. Dann machen wir heute dann weiter, wo wir dann auch zuletzt aufgehört haben. So, wen haben wir denn hier vorne? Hier sind zwei Maus, die sich uns, glaube ich, anschließen wollen, ne? Mausbert haben wir hier. Er ist Katzbuckels bester Händler. Interessant. Heute darf ich euch ein erstklassiges Produkt vorstellen. Mich. So gehe ich auch in jedes Bewerbungsgespräch rein. Ich bin der perfekte Arbeitnehmer für euch. Ich bin das perfekte Produkt. Nicht in der Gewerkschaft, wird niemals müde. Wie der Gerät. Nein, Spaß beiseite. So, er kann sehr gut Sachen verkaufen. Er kann selbst Dinge, die er auf der Straße findet, noch gut verkaufen. Ja, das kommt drauf an, was du auf der Straße findest, ne? Also ich habe auch schon mal hier so nebenan irgendwie so Sperrmüll weggenommen, irgendwie so einen Tisch und habe den nachher bei eBay verkauft. Es geht. Aber ich glaube, hier gibt es keinen Sperrmüll. Ich glaube, wenn, da liegt hier eher Unrat rum, ne? So, was haben wir denn hier? Wenn ich erst Hand anlege, kann ich selbst aus euren grauen Haaren einen riesigen Profit generieren. Ey, was soll das denn heißen? Evan hat wunderschöne blonde Haare. Also wirklich, ob Evan schon so alt ist. Nein? Kauf dir nicht mein Haar. Bist du blöd? Mit schön langen schwarzen Haare. Schief. So, nein, Spaß beiseite. So, das war nur ein wenig Händlerhumor. Okay. Ich hab heute einen Clown gefrühstückt. Tut mir leid, wenn ich euch auf den Nerven gehe. Müsst ihr jetzt durch. So. Okay, dann will sich uns also anschließen. Auftrag abgeschlossen und er kommt mit. Coole Sache. Thanks. Die Entwicklung eines Landes hängt von seiner Wirtschaft ab. Bei mir an eurer Seite wird euer Land garantiert gedeihen. Sehr überzeugt von sich auf jeden Fall der Herr. Albert haben wir hier. Ja, genau, ich habe hier sehr viel mit Staatsangelegenheiten zu tun, aber trotzdem bin ich hier irgendwie nur von A nach B am Rennen, um dem Volk zu helfen hier. Ah, er findet es großartig, dass wir uns auch um historisch eher unbedeutende Dinge kümmern. Ja, was heißt historisch unbedeutend, ne? Ich meine, der Wohlstand der Bevölkerung kann ja auch sehr, sehr viel verändern. Wenn die Bevölkerung sehr unzufrieden ist, dann gibt es halt einen Aufstand. Wenn du die Bevölkerung satt und zufrieden hältst, gibt es keinen Aufstand. Das ist eine ganz einfache Sache. Richtung Brot und Spiele und Zuckerbrot und Peitsche so ein bisschen. Ah, es gibt keinerlei Aufzeichnungen über Könige, die taten, was ich mache. Okay. Er weiß, wovon er spricht. Er ist Historiker. Er sieht auch hier sehr gebildet aus mit diesem Hütchen. Ein Akademiker steht hier vor uns. Was aber, als ich von dir hörte, fiel es mir wie Reibekäse aufs Brot. Habt ihr diese Redewendung schon mal gehört? Als ich von dir hörte, fiel es mir wie Reibekäse aufs Brot. Interessant. Yeah. Das stimmt. In der Geschichte gab es viele scheinbar unbedeutende Begegnungen, die niemals irgendwo eine Erwähnung fanden, aber vielleicht doch einen großen Einfluss hatten. Durchaus. Na, will uns begleiten, all meine Taten aufzeichnen und festhalten. Das machen wir doch. In der Gnuffi-Küche oder am Wächteraltar. Sehr, sehr schön. Vielleicht zwei neue Personen hier an Land gezogen. Historiker erforschen nicht bloß das Vergangene, das Aufzeichnen von Informationen für die Zukunft gehört auch dazu. Ja, und daraus lernen eigentlich dann auch so ein bisschen, ne, das Weiterdenken, denke ich mal, oder? Die Geschichte des Königs von Minneapolis. Okay. Ja, cool. Schon mal zwei neue Leute hier wieder rekrutiert. So flux geht das. Seht euch das mal an. Wenn man sich mal ein bisschen bemüht, kommen die Leute hier wirklich in Scharen zu uns. So, hier unten ist auch noch mal jemand. Wen haben wir denn hier? Ach, hier diese ältere Dame. Die Gutsbesitzerin, ne? Ah, wenn man aber erst der Beste ist, gibt es keine Konkurrenz mehr. Man hat keinen Grund mehr, sich anzustrengen.
typische Monopolbildung im Kapitalismus, ne? Wo dann solche Leute, die dann ganz viel erreicht haben, dann einfach nachher nur so richtig billige Ware raushauen. Interessant. Yes. Zum Beispiel bei Videospielen sehen wir das ja immer, ne? AAA-Produkte, die einfach wirklich hingeschmissen wurden und hier, komm, ihr kauft's ja eh. Haha, so ein bisschen, ne? Na, sie langweilt sich und möchte wieder richtig arbeiten. Ah, ja, dann kommt doch gerne zu uns. Ja, die sehnt sich eigentlich im Grunde erst an so eine höhere Bauernposition oder so, sehnt die sich, glaube ich, eher so ein bisschen. Oder so eine Aufsichtsperson einfach, ne? Yes. Und nicht so eine hochrangige dann hier. Ist aber auch schön, wenn man das machen kann. Oh, hier ist der nächste umgekippt. Oh. Er ist einfach umgefallen. Was jetzt? Er reagiert nicht mehr. Das ist ja schlimm, hier liegen überall die ganzen Leute auf der Straße. Das ist ja... Ey, stellt euch das mal vor, ihr geht irgendwo durch die Stadt. Zack, fliegt da einer hin. Zack, fliegt da einer hin. Da hinten kippt die nächste Frau um. Dann das Kind. Das ist ja richtig grausam irgendwie, oder? Und vor allem diese Ungewissheit, was ist das? Was erwischt die Leute dort? Und auch so... Ne? Also dieser Überraschungsmoment. Und ihr wisst ja auch nicht, wer als nächstes umkippt. Seid ihr es? Ist es eure Mutter, euer Vater? Euer Partner? Wie auch immer. Das ist ja richtig gruselig hier. Was macht denn der Junge dort? Ah, meine Oma ist sonst so gesprächig, aber jetzt schläft sie nur noch. Ah, ich glaube, die ist da wahrscheinlich auch von betroffen, ne? Ich glaube nicht, dass das Alter ist, gerade in dem Fall. Ja, was kommt jetzt? Ah, früher durfte die Maus keine Schneidereien führen. Aber solche Berufsverbote sind ja echt... Das geht ja mal gar nicht. Ja. Der gehört auch dazu. Ah, jetzt kann er endlich Kleidung herstellen, wie es ihm beliebt. Das ist schön, wenn man so traumatisch dann Wirklichkeit wird. Mhm. Ah, der wollte für Mietz auch Kleidung herstellen. Mhm. Und das durfte er nicht. Ah, seine Kleider sollen von jedem getragen werden. Schöner Gedanke. Ah, wir haben gerade das Angebot gehabt, das Angebot gemacht, rüberzukommen zu uns. So rum. Welch verlockendes Angebot. Aber irgendwo ist ein Haken. Irgendwas hat er. Deswegen er das nicht machen möchte. Oh, er ist gerade in einer Designkrise. Oh ja, das kenne ich auch als Maler oder Zeichner oder so, wenn ich dann irgendwie so eine Schaffenskrise habe und ich kriege nichts mehr hin. Und dann sitzt du da und... Ah, was mache ich? Und dann kriegst du es nicht hin, dann versuchst du es irgendwie vielleicht trotzdem, das wird nichts. Du bist total unzufrieden, zerstörst vielleicht auch noch dein Werk oder so, das kenne ich auch. Genau das gleiche, wie wenn ich zum Beispiel Gedichte oder Texte schreibe. You're right. Das kennt, glaube ich, jeder, der irgendwie so ein bisschen künstlerisch begabt ist und dem nachgeht oder es einfach versucht, ne? Muss ja nicht begabt sein, kann ja auch einfach das Ganze austesten. Genau, und wenn man sich zu sehr in die Sache vertieft, kommen die Ideen nicht. Das stimmt auch. Da muss man uns ein bisschen nochmal ein bisschen Distanz davon gewinnen, sich ablenken lassen und dann nochmal neu rangehen. Und dann hast man ein schönes Hoch wieder, denke ich mal. Das ist meistens das Richtige. Hey! Ja, er würde gerne elegante Kleidung sehen, um sich inspirieren zu lassen. Eine Damastrobe. Haben wir eine Damastrobe? Piepsbacher heißt er, das ist ein witziger Name. Haben wir eine Damastrobe? Yes. Ah, wir haben leider keine. Kann ich mir vielleicht irgendwo eine kaufen? Warte mal, der hatte nur Waffen, ne? Der hatte keine Rüstungen, ne? Welcome. Ne, der hatte nur Waffen hier. Hat der vielleicht so ein Korea? Koreas? Ne, wie hieß das Ding nochmal? Korean oder so hieß dieses Schwert, ne? Das haben wir aber hier nicht. Das können wir aber bei der einen Mission bekommen. Mal sehen. Hier ist noch ein Heer, den wir ansprechen können. Der sieht aber auch grießgrämig aus, ne? Ja. Okay. Der Auftraggeber hat eine echt dumme Schnauze gezogen, ey. Yo, ey. Tja, die Geizigen gucken immer irgendwo blöd rein. Was glauben die denn, was Söldner sind? Hallo. Guten Tag. Was willst denn du? Excuse me.
Also du bist ein Söldner, oder? Du siehst stark und verlässlich aus. Ich würde dich gerne in mein Land aufnehmen. Stark und verlässlich, sagt er. Über den Geschmack eines Königs lässt sich bekanntlich ja nicht streiten, yo ey. Alter Mann, Digga, Walla. Uns Söldnern ist es egal, wer oder von wem unser Auftraggeber ist. Aber ich folge prinzipiell nur den starken, fähigen Anführern, yo ey. Wenn du mich anwerben willst, erledige erstmal 10 Wummränen. Alright. Ich verstehe, ich werde mein Bestes tun. Das geht aber leider nicht in die Vergangenheit, ne? Dass wir schon mal 10 Stück erledigt haben. Leider nicht. Ach, guck mal, hier ist diese Magi-Maus. Die sieht aber irgendwie ein bisschen krank aus, oder? Ich meine, das ist wahrscheinlich nur ihr Fell, aber die sieht ein bisschen krank aus dadurch. Wie so dick, krass lilane Augenringe hier. Hm. Piepsabella, witziger Name. Die Hexe, die nie das Haus verlässt, bestimmt was ausheckt. So wird sie von den Leuten hier genannt. Oje, oje. Klingt ein bisschen für mich nach Vorurteilen. Ah, sie sitzt einfach nur irgendwo gerne in ihrem Studierzimmer und liest magische Bücher. So ein bisschen Stubenhocker. Aber eine Person, die durchaus, glaube ich, gebildet ist und sehr fähig ist. Oh, und die Leute glauben aber, dass sie wohl irgendwelche verbotenen Rituale durchführt. Ist ja gemein. Kommen sogar Leute zu ihr und bieten ihr Geld, damit sie jemanden verflucht oder zwei Liebende auseinanderbringt. Sie bekommt sogar schon Briefe aus anderen Ländern. Ja. Das ist ja schrecklich. Ah, sie hat die Nase voll wegen von der schwarzen Magie, deswegen. Sie wird vielleicht nach Minneapolis rübergehen wollen. Das war irgendwie eine tragische Geschichte, ne? Wenn die Leute solche Vorurteile haben, nur weil du halt irgendwie dich anders verhältst. Und dass du dann die ganze Zeit da irgendwie dann deswegen belästigt wirst in irgendeiner Art und Weise, das ist schon übel. Ich meine, Leute, die vielleicht zur Gothic-Szene gehören, da kann ich mehr so ein bisschen mitreden, kennen das ja auch sehr gut. Dann heißt es entweder, wir sind Emos oder Satanisten oder depressiv oder irgendwelche Wahnsinnigen. Oft genug schon mitbekommen. Irgendwelche Leute in totalen Blödsinn über einen labern. Man sitzt daneben und denkt sich so, stimmt nicht mit dir. Warum bist du denn jetzt so? Ne? So, was haben wir hier denn? Ach, eine gestresste Mutter hier. Die sucht gerade ihre Quälgeister. Das Essen ist bestimmt schon eiskalt. Excuse me. Das Problem kennen wir auch, ne? Ja, wo sind die Quälgeister denn? Ach so, die sitzen in ihrem Zimmer und zocken. Hello. Oh, ihre Kinder kommen wieder zu spät zum Essen. Ah, sie würde sie gerne selbst suchen, aber ne, dann ist halt keiner im Haus, wenn die vielleicht doch nach Hause kommen. Also scheint auch eine alleinerziehende Mutter hier zu sein. Das ist aber auch ein Knochenjob. Alleinerziehend, ja, ob Frau, Mann oder wie auch immer, das ist nicht schön. Gerade wenn man auch noch mehrere Kinder hat, geht an die Substanz, weil du komplett kriegst keine Hilfe, du bist da, willst zur Arbeit gehen, Kind wird krank, was machst du jetzt? Zum Beispiel, ne? Dann sitzt du halt da und denkst dir, ja, scheiße, was mache ich jetzt? Gehe ich zur Arbeit? Mein Kind sitzt alleine, krank, zu Hause? Vielleicht in einem Alter, wo ich es noch wirklich gar nicht alleine lassen kann? Was machst du dann, ne? Einfach ins Krankenhaus stecken geht vielleicht auch nicht. Dafür ist es vielleicht nicht krank genug. Hat vielleicht nur Magen-Darm in Anführungsstrichen, ne? Das ist dann natürlich alles sehr, sehr schwierig, ne? Mhm. Jetzt ist sogar schon der König hinter der Rasselbande. Ja. Okay. Oh, sie hat 4 Kinder. Oje, oje. Ah, oh, und sie spielen auch noch Verstecken. Ah, einer davon ist wahrscheinlich nicht dabei. Der Zappel-Philipp. Der heißt sogar wirklich Zappel-Philipp. Okay. Der verwechselt Versteck, spielt mal mit Fangen und rennt einfach davon. Interessant. Ja, komm, das machen wir mal, oder? Wir rufen die 4 Kinder hier mal zum Essen nach Hause. Also kriegen wir dafür 2 Eierkuchen, also Pfannkuchen. Da ja, bin ich auf jeden Fall dabei. Pfannkuchen auf jeden Fall. Ah, und diesmal haben wir hier auch keine Hilfe. Also hier steht diesmal nicht, wo wir suchen müssen. Den haben wir hier.
Oh, das Mädchen ist da scheinbar auch von betroffen, oder? Die liegt da so komisch, oder sitzt so komisch. Ach, das ist plötzlich eine Fremde, die in einem Haus lebt. Das ist ja interessant. Okay. Er hat halt ihr Land verlassen, kam danach wieder und sind plötzlich fremde Menschen in deinem Haus. Das stelle ich mir auch komisch vor. Aber dem Mädchen scheint es auch nicht so gut zu gehen, ne? So wie die aussieht. Wundert mich auch gerade, dass Evan die nicht direkt angesprochen hat. Weil so eine Person, die da so völlig apathisch, nennt sich das, glaube ich, in der Ecke sitzt. Oh, ich weiß ja nicht. Ist schon ein bisschen komisch. Da würde ich mir auch irgendwie erstmal Sorgen machen. So, ey, alles okay bei dir? Ja, wo stecken die Rabauken wohl, ne? Wo stecken denn die wohl? Es werden ja wahrscheinlich Mauskinder sein, denke ich mal, ne? So vom Aussehen her. Im Ghetto werden sie, glaube ich, erstmal nicht sein. Da könnten wir aber auch nachher nochmal reingehen. Vielleicht hat sich da ja auch nochmal irgendwas ergeben. Hier ist auch noch ein Mädchen, aber... Seltsamer Wesen, das sonst immer da war, hat sie nicht mehr gesehen. War sie vielleicht ein Gnuffi? Konnte die vielleicht Gnuffis sehen? Die sieht auch so ähnlich aus, aber das ist ein anderes Mädchen. Oh, hier ist der nächste zusammengebrochen. Oh je, oh je. Ach, guck mal, wen wir hier haben. Hallo! Ma! Ach, das ist eines der Kinder hier. Die ist aber schon groß. Das wären so ganz kleine Kinder und das zählen Jugendliche. Was? Echt schon so spät? Geh ich mal lieber. Mach deiner Mutter nicht solche Sorgen hier. Ah, diese Alpakas, die sind voll knuffig, oder? Ich will ein Foto davon machen. Ist voll süß irgendwie, wie die aussehen. Also mega plüschig, ne? Was haben die da eigentlich alles? Jetzt eine kleine Beutel, große Decken auf dem Rücken, noch mehr Behälter. Was hat der hier? Oh, eine Wunderlampe. Mal dran reiben, dann kriegen wir hier einen Genie. Interessant. Na, ist ja schrecklich hier, ne? Der nächste ist zusammengebrochen. Wir können auch mit den Leuten gerade gar nicht reden. Ah, wir haben gerade erst geredet, da ist er einfach umgefallen. Oh je, oh je. Wer ist das hier? Seltsame Monster sind vom Himmel geflogen. Okay. Warte mal, da unten ist noch so ein Mädchen. Das ist vielleicht auch eins der Kinder. Hab ich dich? Hallo. Yes, erwischt. Ja, sie wollte Blumen pflücken. Ach, jetzt geht sie auch brav nach Hause. Zwei der Kinder haben wir schon. Ach, guck mal, hier ist der Händler. Der ist doch jetzt auch nach Katzbocke zurückgekehrt. Hey, jetzt los. Ratti bald. Ich bin überzeugt davon, dass da irgendwas im Busch ist. Man sollte da mal nach dem Rechten sehen. Du machst dir wie immer viel zu viele Sorgen. Das ist so typisch für dich. Excuse me. Ist irgendwas passiert? Yes. Ihr seid doch Evan. Kümmert euch nicht weiter um ihn, Ratibald. Ist bloß mit den Nerven am Ende. Wie immer eben. Okay, ist das ein Nervenbündel oder wie? Ey, pass bloß auf, was du sagst. Mit meinem Nerven ist alles in bester Ordnung. Ach, verzeih mir bitte, Evan. Wir sind Architekten und derzeit mit der Wartung der Grundwasserleitung beschäftigt. Right. Die Instandsetzung war auch überhaupt kein Problem, aber wenn Ratibald noch so oft sagt, dass ein seltsamer Geruch aus dem Wasser steigt, glaube ich ihm nicht. Okay. Das saubere Wasser in Katzbuckel ist einer der Gründe, warum ich diesen Ort liebe. Deshalb merke ich sofort, wenn etwas mit dem Wasser nicht stimmt. Wenn dich das so sehr belastet, werde ich mal nach dem Rechten sehen. Ah, oh, das wäre fantastisch. Vielen Dank. Hi. Wenn König Evan persönlich bestätigt, dass alles in Ordnung ist, wird selbst Ratibald endlich Ruhe geben. Was, wenn wirklich etwas nicht stimmt? Versprecht mir sofort zu fliehen, wenn etwas Seltsames geschehen sollte, Evan. Okay, das heißt, da ist also auch irgendwie was im Busch hier. Hier dem Gestank in der Katzalisation auf dem Grund. Das machen wir ein andermal. Heute würde ich eher noch die Kinder hier suchen wollen. Ist hier vielleicht das nächste?
Nee, ne? Zu einfach macht uns das Spiel hier nicht. Da war es ja gar nicht. Der Händler, da sah nur so ähnlich aus. Warte mal, das ist bestimmt einer der Jungen. Der will fangen spielen. Das ist der. 100 Pro, oder? Hab ich dich? Hallo? Da bist du ja. Fangen? Ich dachte, ihr spielt Verstecken. Nö, er spielt Fangen. Ja, die anderen spielen Verstecken, aber das ist mir immer zu langweilig. Muss man also nur warten. Okay. Ja, jetzt geht er nach Hause. So, drei der Rabauken haben wir hier schon gefunden. Mal sehen, wo die anderen sind, ne? Also hier ist niemand. Ich frage mich, wo die ganzen Gnuffis hin sind. Hier waren ja so viele Gnuffis. Alle irgendwie verschwunden, ne? Wo könnte denn noch eins der Kinder sein? Vielleicht eher so im westlichen Teil der Stadt, oder? Wir haben den Großteil jetzt ja im südlichen haben wir eins gefunden. Hier so zentral, kann man sagen. Da liegt noch ein Item rum. Eine Flasche Milch. Steht hier einfach so seit drei Tagen in der Sonne. Ist noch frisch und lecker. Na, so, was ist mit den beiden? Ist das eins von denen? Nee, ne? Nee, leider nicht. Das ist ja dieser komische Soldat hier, den kennen wir ja schon. Was mit dem Jungen hier? Ist das der vielleicht? Nee. Murko? Das ist wahrscheinlich auch ein anderes Mädchen, ne? Hm. Vielleicht hier oben. Das könnte sein. Vielleicht versteckt sich hier oben noch irgendwo ein Kind. Das sind die zwei Soldaten. Ach, guck mal, hier stehen jetzt auch wieder Mietsoldaten. Guck mal, der eine hat uns gerade sogar salutiert. Das ist ja witzig. Ach, das war ja hier der... Herr mit dem Rätsel. Der will irgendeinen Ring haben. Ich weiß nur noch nicht welchen. Einem dieser Rätsellieder, wie er das nennt. Wo er dann diesen Ring im Gesang beschreibt und dann sollen wir den richtigen ihm zeigen. Aber ich weiß gerade überhaupt nicht, welchen der meint. Überhaupt nicht. Und da runter ging es zur Katalysation, ne? Ja, da wird es ja wohl nicht sein, ne? Hier ist, glaube ich, auch nichts weiter, oder? Oder meint ihr, die könnten hier vielleicht sein? Ich glaube ich aber gerade nicht, oder? Waren wir überhaupt schon mal in der Ecke? Also, anders vor hier. Okay, hier kann ich nicht ins Wasser. Ah, ist hier vielleicht eins der Kinder? Ach, guck mal, hier ist dieser Untergrund. Hier sind beides andere Jungen. Was Gruseliges ist draußen. Das war ja hier dieser Untergrund, wo die sich ja versteckt hatten. Die ganzen verfolgten Miets hier. Aber hier ist sonst niemand. Und da hinten geht es ja dann eher in die Katalysation über. Ich glaube nicht, dass da eins der Kinder ist. Halte ich für sehr unwahrscheinlich gerade. Sonst fehlt noch ein Kind, was gerne Verstecken spielt. Den Jungen, der ja gerne Fangen spielt, den haben wir ja schon. Kann ich rüberjumpen? Weil, ja, hier geht das, okay. So, hier ist nix. Das ist eine ältere Dame. Da stehen zwei Personen einfach rum. Ja, wo mag das letzte Kind wohl sein, ne? Der ist es auch nicht. Ich denke mal, das sind alles Mauskinder. Da vorne ist noch jemand. Ist das vielleicht der eine? Könnte, ne? Ha, wir haben alle vier. Oh. Okay. Doch, genau das haben wir gemacht. Wir sind extra wegen deiner Mama hier hingekommen, um dich zur Essenszeit zu rufen. Sein Magen knurrt schon. Okay, ich gehe schon nach Hause. Tiny. Gut. So richtig versteckt hatten die sich alle gar nicht, ne? Ich hätte auch erwartet, dass sie jetzt hinter so einer Kiste hocken oder so, ne? So ein bisschen kichern oder so. Irgendwie sowas hatte ich erwartet. Aber wir haben hier alle ganz gut gefunden. So, sprechen wir nochmal mit der Mama hier.
Hallo, na, sind die eine Rabauken jetzt endlich zu Hause hier? Na, sie ist jetzt selber, das ist schön. Und wir kriegen auch nochmal zwei Eierkuchen, also Pfannkuchen, lecker, lecker. Da bin ich dabei. So, dann haben wir hier, glaube ich, erstmal in der Stadt erstmal alles erreicht hier, ne? Bis auf dieses eine Rätsellied, das müssten wir nochmal irgendwann machen. Dann könnten wir jetzt schon mal anfangen, in die Katalysation zu gehen, denke ich mal. Dass wir da dann anfangen, nach dem Rechten zu sehen, was denn da los ist. Wo haben wir denn hier die Mission? Ach ja, hier unten. Genau, Koronea, so hieß dieses Schwert, was wir suchen müssen. Das kriegen wir aber bei irgendeiner Mission. Das ist jetzt nicht so das Problem. Hier, der Gestank der Katalysation. Dem gehen wir mal auf den Grund. Laufen wir da schon mal hin heute, denke ich mal, ne? Können wir hier denn vielleicht so einen Damast eigentlich kaufen? Ach, das ist der fahrende Händler. Der hat jetzt hier den Laden aufgebaut. Ach, deswegen stehen auch die Alpakas da. Der ist das. Dann habe ich den vorhin verwechselt. Welcome. Ja, was hast du denn so? Da bin ich jetzt mal neugierig. Kräuter hat er. Drei Blätterkraut. Aroma. Komische Brühe. Bereits ein Schluck verursacht Gänsehaut. Ein guter Geschmacksverstärker. Gegengift, da kommen wir kaufen mal ein Gegengift, da haben wir wieder 15. Alright. Also viel hat er leider echt nicht, ne? Buchwalter GmbH. Ach guck mal, hier ist auch der Auftragsexpress. Welcome to Swift Solutions. Hast du was Neues für mich? Oh ja, er hat was Neues für uns. Ja, perfekt, das nehmen wir doch alles an hier. Machen wir das heute noch, dann haben wir nämlich wieder mehr Münzen. Dann können wir mit diesem tollen Pudding hier. Ja, mit diesem tollen Pudding, genau, weil da gerade Pudding steht. Mit diesen Münzen, meine ich. Mit diesen Münzen können wir dann hier weitere Talente kaufen. Habt ihr das auch ab und zu schon mal? Wenn ihr dann irgendwie gerade was sagen wollt und ihr lest gleichzeitig ein Wort, dann sagt ihr dieses Wort, was ihr gerade lest, statt das Wort, was ihr eigentlich sagen wolltet. So. Puddinger. Genau, dann können wir uns Puddinge kaufen mit Münzen. Das geht bestimmt auch. Ein paar Olka sollen wir besiegen, das kriegen wir auch hin. Da sind wir dabei. So, sehr schön. So, dann starten wir hier mal wieder Bericht. 5 Universalfische, wir haben sogar ganze 53. Knäuel-Samtwolle haben wir auch bis zum geht nicht mehr. Teufelsmuscheln haben wir fast gar keinen jetzt. Noch 2 an der Zahl. Möwenfedern sind auch eher selten. Rotwurzen, 35 haben wir, das geht noch. Grünwurzel haben wir auch mehr als genug. So. Und 100 von den letzten Teilen haben wir auch. So, dann würde ich ganz gerne hier ein paar Münzen tauschen. Ich stelle mir mal ein paar Talente hier vor, dann können wir nämlich hier alle dran kaufen. Sehr, sehr cool. Schauen wir das irgendwann in den nächsten Folgen an, aber in der nächsten Folge gehen wir dann erstmal hier in die Katalysation. Kein Auftrag vorhanden. Okay. Oh, by the way. Ja, sehr gut. Der eifrige Polizist. Okay, gut, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal sind wir in der Katalysation. Vielleicht gehen wir auch kurz davor nochmal nach Minneapolis zurück, um da nochmal das Königreich ein bisschen auszubauen. Vielen Dank, dass ihr da wart und ciao, ciao. Bis morgen.